Moin, ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin hier mit meinem Tesla vor dem Dekra-Gebäude in Bremen und muss gleich zu einer Hauptuntersuchung. Mein Tesla ist 3 Jahre alt und ja, die erste Untersuchung ist fällig. Wobei, nein, es ist die zweite Untersuchung, denn der Wagen war schon mal beim TÜV und zwar im Jahr 2017, und zwar im August. Der Wagen war nämlich davor mal eine längere Zeit abgemeldet vom Erstbesitzer. Und als er dann wieder zugelassen werden sollte, musste er nochmal eine TÜV-Vorführung haben. Deswegen ist jetzt im August, eigentlich haben wir jetzt ja schon September, ich habe aber ein bisschen überzogen, August 2019 der TÜV fällig, obwohl der Wagen Erstzulassung Juni 2016 ist. Gut, ich bin jetzt hier also vor dem Dekra-Gebäude, gleich fahre ich rein und ich bin mal gespannt, ob die Leute sich hier mit Elektroautos auskennen oder auch mit Tesla im Speziellen oder ob die erstmal suchen, wo man denn hier eine Abgasuntersuchung machen kann. Ich bin gespannt, bleibt dran. Heute ist es soweit. Heute ist mein Wagen TÜV-fällig. Ich muss zur Hauptuntersuchung. Der Wagen ist jetzt 3 Jahre alt und ja, jetzt wird es also Zeit. Hat ja ungefähr 61.000 jetzt drauf. Ich erwarte jetzt irgendwie keine großen Vorkommnisse. Der Dekra-Mensch hier hat jetzt keine Erfahrung mit Elektroautos und mit Teslas erst recht nicht. Also ich bin mal gespannt, wie er das abwickelt. Wird schon gut gehen. Auf jeden Fall werde ich ihm dann zur Not mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn er Fragen hat. Und der Wagen sieht aus, ey, also ich habe leider bei mir im Büro in der Nähe eine Baustelle, da reißen sie alte Gebäude ab und der ganze Zement, Staub und Sand und Dreck, der wird hochgeschleudert und die Windrichtung ist genau in Richtung unserer Parkplätze. Und mit dem Regen zusammen, ey, das geht gar nicht. Ich habe den Wagen erst vor 4 Tagen gewaschen und so sieht er heute schon wieder aus. Also echt Kacke. Hupe? In die Rolle fahren oder so? Ja, wenn Sie wollen, können Sie auch gerne mal fahren. Ja. Im Cockpit, also im Armaturenbrett. Mich zumindest, für mein Laienverständnis. Moment, geh mal wieder runter.
Dank. So, das war meine TÜV-Prüfung. Bestanden, super. Habe ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Es gab so ein paar Merkwürdigkeiten. Also zum Beispiel hat er mich nicht nach der Fahrgestellnummer gefragt. Er hat sie auch nicht überprüft. Zum Zweiten hat er auch nicht geguckt, ob ich einen Verbandskasten drin habe, ob ich ein Warndreieck habe. Hat er auch nicht überprüft. Was leider negativ aufgefallen ist, war das Licht, also Abblendlicht. Das ist bei mir leider zu niedrig eingestellt. Also ich musste ihm versprechen, dass ich das Licht in den nächsten Tagen halt einstellen lasse. Ist auch sowieso in meinem Interesse, weil ich auch schon gesehen habe, wenn ich nachts gefahren bin, dass das Licht irgendwie suboptimal ist. Also vielleicht jetzt wundert mich das irgendwie auch nicht. Werde ich heute oder morgen mal zum Lichtdienst fahren und das mal einstellen lassen. Die Kosten haben mich ein bisschen überrascht, weil ich hatte natürlich keine Abgasuntersuchung. Es kostete 80 Euro und auf der Preisliste stand, dass mit Abgasuntersuchung es sogar 109 Euro gekostet hätte. Das ist ganz schön happig, weil ich dachte, irgendwie TÜV-Preise sind doch relativ einheitlich. Nun gut, also ich habe jetzt 2 Jahre TÜV. Wir sehen uns also erst in 2 Jahren wieder, der Prüfer und ich. Natürlich sehen wir uns hoffentlich eher wieder, und zwar bei meinem nächsten Video. Abonniert dazu gerne meinen Kanal und drückt auf die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und die Glocke ist besonders wichtig, weil ich am Wochenende zum eCannonball fahre nach Berlin und dort werde ich ein paar Livestreams machen. Also mit der Glocke bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt dann die Benachrichtigung. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao!